eine Frage zum Bereich abseits des Spielfelds mit den Fans aus Reutlingen. Gab es heute irgendwelche Schwierigkeiten? Wissen Sie da was drüber? Ja, so richtig involviert bin ich in die Sache auch nicht. Mir hat einer gesagt, die hatten Stadionverbot. Warum, weiß ich allerdings auch nicht. Wobei wir froh sind und dankbar sind, dass sie überhaupt uns unterstützen, selbst auf die Art und Weise wie heute, weil ohne die Fans geht es natürlich nicht. Wir brauchen die Fans, das ist unser 12. Mann, die unterstützen uns. Ich weiß nicht, wieso das so war. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die da nicht ins Stadion gekommen sind. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, kann dir wirklich nicht sagen. Auf einmal habe ich die gesehen, ich war überrascht. Wieso und so. Ich glaube, einige Spieler, ich weiß nicht, ich habe nicht nur rumgefragt, vielleicht wissen einige Spieler mehr davon. Herr Seiler, Sie sind Verwaltungsvorstand des FC Germania Friedrichsthal und wir stehen hier vor dem Kassenhäuschen, bei dem Sie sicherlich heute mehr Durchgang erwartet hätten. Ja, das kann man wohl sagen. Wir hätten die ca. 50 Fans von Reutlingen gerne auf unserem, zumindest auf den Zuschauerrängen gehabt und nicht außerhalb, so wie es denn letztendlich gekommen ist. Können Sie erklären, warum es so gekommen ist? Ja, es ist offensichtlich so, dass die Polizei von drei Zuschauern oder drei Fans von Reutlingen wusste, dass sie Stadionverbote hatten, von wem auch immer ausgesprochen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Und die Polizei hat die drei Fans nicht durchgelassen und der Rest hat sich dann eben leider solidarisch, ich sage ganz bewusst leider solidarisch erklärt und hat dann unser Stadiongelände nicht betreten und das Spiel dann von außerhalb angeschaut. Jetzt war das ein Sicherheitsspiel und Sie haben sicherlich einen großen Aufwand betrieben, um ja, auf die Fans vorbereitet zu sein. Ja, den Aufwand mussten wir, das ist leider auch in der Oberliga üblich, bei drei, vier Vereinen, ich glaube Ulm, Reutlingen denn auch. Bis dato war ja immer alles friedlich, die Fans haben sich ja auch außerhalb friedlich verhalten. Und der Aufwand ist schon enorm, den wir betreiben müssen. Also wir brauchen professionelles Sicherheitsunternehmen, weil mit eigenen Ordnern, da muss ich mich bei unseren Mitgliedern recht herzlich bedanken, die sich dann immer zur Verfügung stellen. Aber aus eigener Kraft schaffen wir das nicht, die Auflagen zu erfüllen, die leider Gottes notwendig sind. Dadurch, dass die Fans jetzt heute draußen geblieben sind, ist denn dem Verein ein Schaden entstanden und wie hoch? Ja, zumindest ist der Schaden insofern entstanden, dass uns die Eintrittsgelder der 50 Fans fehlen am Ende. Also wir rechnen mal mindestens mit 300 bis 400 Euro Eintrittsgelder. Und der Verzehr kommt ja wahrscheinlich noch dazu? Der entgangene Verzehr kommt noch mit hinzu, das ist richtig, ja. Und wie hoch waren denn die Kosten, die Zusatzkosten für die Sicherheitsmaßnahmen heute und für die sonstigen Zusatzmaßnahmen? Also man kann davon ausgehen, genauen Zahlen habe ich nicht, aber man kann schon zwischen 1700, 1900 Euro ausgehen, die ganze Veranstaltung kostet. Mit Sicherheitskräften, Rotes Kreuz, Krankenwagen und all die das drumherum, das sie zur Verfügung stellen müssen. Also das zahlt man sicherlich, also Ihr Verein zahlt es sicherlich nicht aus der Portokasse? Mit Sicherheit nicht, nein. Die Eintrittsgelder wären auf jeden Fall, sagen wir mal, ohne zusätzliche Kosten sehr sinnvoll gewesen und hätten für unseren Etat auf jeden Fall positiv beigetragen. So ist es leider nicht. Also würden Sie zustimmen, dass der Verein auf jeden Fall heute schon geschädigt wurde, dadurch, dass die Fans nicht reingekommen sind? Ja, mit Sicherheit. Und machen Sie irgendjemanden dafür verantwortlich für diesen Schaden oder wie sehen Sie das Problem und wie man das lösen könnte? Nach Lösungen suchen ja schon viele andere. Es ist ja leider Gottes ein Phänomen, zwar eher in der ersten Bundesliga, zweiten Bundesliga, dass es jetzt schon zur Oberliga rüberschwappt, ist natürlich bedauerlich. Einem Verein einen Vorwurf zu machen oder den Verantwortlichen der Vereine, ist es schwierig. Ich bin der Meinung, die Fanszene kann das Problem nur alleine lösen. Wenn es aber denn so ist, dass sich, schätzen wir mal, 50 Leute waren das insgesamt, dass sich dann 47 Fans, also ehrliche Fans, die nur wegen Fußball kommen, mit drei Fans solidarisch erklären, die ja nicht ohne Grund Stadionverbot haben, da sehe ich dann schon ein Problem. Und ich finde es eben einfach auch nicht richtig. Man sollte sich mit solchen Leuten
die gewaltbereit sind. Ich kann es nicht sagen, aber ohne Grund haben sie das Stadionverbot ja nicht bekommen. Sollte man sich nun nicht unbedingt solidarisch erklären. Hätten Sie es für verantwortlich gehalten, die Fans heute, die Stadionverbot Verbot hatten, heute reinzulassen? Ja, das wäre, wenn da brauche ich ja keine Polizei. Wenn ich den Auflagen und dem Rat und Hinweis und Verbot der Polizei nicht folgen würde, dann bräuchten wir die ja nicht. Also wir hatten ja gar keine andere Wahl, als die drei Personen draußen vor den Türen stehen zu lassen. Die anderen 47 oder waren es 55, ich weiß die Stückzahl nicht, die hätten ja jederzeit das Stadion betreten dürfen. Also das Stadionverbot selber stellen Sie nicht in Frage? Nein, das stelle ich nicht in Frage, denn das wird wohl einen Grund haben, wenn die Behörden oder die Polizei Stadionverbote ausspricht. Da muss ja schon was dahinter stecken. Also dann denke ich mal, bleibt als Ergebnis übrig, dass die Fans heute durch ihr solidarisches Verhalten mit den Fans, die Stadionverbot hatten, dem FC Germania Friedrichsthal einen Schaden zugefügt haben. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich auch so, ja. Und was würden Sie diesen Fans gerne sagen vielleicht oder was halten Sie davon? Also den wirklich ehrlichen Fans würde ich sagen, dass sie sich von solchen Leuten, die ganz offensichtlich nicht nur ein Fußballspiel ansehen wollen, sondern, also wie gesagt, ich weiß nicht, warum die drei oder waren es vier das Stadionverbot hatten, aber irgendwo haben sie sich was zu Schulden kommen lassen, dann würde ich eben schlichtweg sagen, dass man auf solche Leute positiv einredet, sie zu einer anderen Gesinnung bringt, wie auch immer, sich aber letztendlich nicht auf deren Seite schlägt. Das löst dann insgesamt das Problem nicht. Herr Seiler, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Ja, vielen Dank.